Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. Wir werden jetzt da den Montag, den 29. Mai machen. Genau. Das geht dann halt irgendwie so, gell? Und dann versuche ich das irgendwie so hinzukriegen. Also wir haben Montag, hä? Der Montag ist da unten. Der 29. ist da und Mai ist da oben. Normalerweise fange ich immer mit dem da an. So mehr oder weniger, hä? Und dann, schaut man halt. Montag habe ich gesagt. Montag könnte man so machen. Und den 29. zum Beispiel so. Und dann müssen wir nur noch auffüllen. Das ist ganz einfach. Können den da hier hinsetzen und theoretisch den da, dann könnte man den da, ist voll einfach, mit dem da können wir den da machen und den da und den da und schon geht's nicht mehr. He? Und wenn es zwischendrin mal schnell flimmert, dann ist das, weil ich dann den setze, ein Marker, damit ich es nachher einfacher habe mit dem Schneiden. Ich habe das aber so noch nicht gemacht. Dann machen wir den da weg. He? Könnte man theoretisch noch ein bisschen Musik machen, muss aber nicht unbedingt sein. Jetzt fangen wir einfach nochmal an und dann mache ich da den da. Und dann war es für euch wahrscheinlich ein kleiner Flimmer, für mich hat es aber nichts geändert. Wir können den da hin machen zum Beispiel und den machen wir wieder da hoch, damit wir den weg haben. Hier machen wir den 29. Dann, ja, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Wir können den zum Beispiel hier hinsetzen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Dann machen wir den da hier hin. Den habe ich früher immer gesetzt. Den da. Ah. Jetzt könnte man mit dem auch den Mai, den Montag wegmachen. Können wir das da machen und dann haben wir schon ein Problem. Weil es so nicht geht. Wenn wir den da rüber machen, dann haben wir da Monat, gell? Montag, 29. Den da können wir. Viel ändern tut sich so aber nicht. Wir können den zum Beispiel hier hinsetzen und den da. Und dann den da. Mit dem den da wegmachen. Dann stimmt irgendwas nicht. Hä? Dann stimmt irgendwas nicht. Okay, das war jetzt irgendwie nicht so gut. Hä? Aber wenn wir den da machen, können wir den auch hier hin machen. Und den hier runter. Und den da. Können wir den hier hinsetzen? Dann den da. Wenn wir den hier hin machen, dann haben wir schon wieder ein paar Problemchen mehr. He? Wir könnten zwar den noch hier hinsetzen, aber den da kriegen wir dann nicht los. He? Können wir den da runter machen? Da den Montag. Dann hätten wir den da und könnten theoretisch den da. Nee, den da natürlich nicht. Den da können wir dann schon wieder nicht mehr setzen.
Wenn wir den hier hin machen und den da, dann haben wir das Problem, dass wir da oben den 11. übrig haben, den wir nicht brauchen können. Und da unten den 29. so nicht freikriegen. Hä? Das geht auch nicht. Oh, leck, heute bin ich aber gar nicht gut fürs Puzzle aufgelegt. Hä? Verdammt. Okay. Wir machen da unten mal den dahin, damit wir den Montag wieder so wegkriegen. Dann haben wir hinten den 29. Hä? Und da oben den Mai. Wir können den zum Beispiel hier hinsetzen, wobei es wahrscheinlich keine gute Idee ist, weil Hi, hi. Na, alles okay? Im Rücken geht's recht gut. Ich hab... Hallo, Tower. Ich hab nur keine Pausen gemacht heute Abend. Ich hab vorhin ja Zelda gespielt und ich spiele Zelda nicht gern. Aber Hogwarts hat nicht funktioniert. Das Update hat nicht funktioniert. Und jetzt probiere ich dieses Ding da zu lösen, weil ich davon eigentlich meine YouTube-Videos mache. Ich habe gedacht, das sei mal eine gute Idee, dann mache ich mal was anderes. Aber irgendwie läuft es nicht so richtig. Irgendwie läuft es sogar recht schlecht. Oh, leck. Blamiere ich mich doch auch im Okay, gut, das ist nicht das erste Mal. Können den hier hinmachen, gell? Ich habe ja fast nur dieses an, gell? Ich versuche das morgige Datum hinzukriegen. Versuche ich. Ich habe dieses Puzzle angefangen, weil ich YouTube-Videos machen wollte und ich wusste, was für ein Thema ich nehmen soll. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, siehst du, es geht natürlich jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt den da nochmal hätte. Den da. Also doch so nicht wirklich viel bringt, wenn ich den da hinmache, weil er dann da oben ja fehlt. Hm. Schön blöd, hä? Wir fangen einfach nochmal an. Und wenn ich jetzt da Dingse und da klicke, dann habt ihr ein Flimmern drauf, ganz schnell. Und bei mir wird ein Bild hingemacht. Hingemacht. Ja, voll blöd, ja. Letzte Woche, oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Der Ding fehlt. Der Timer fehlt. Ich bin mir nicht so sicher. Montag, 29. brauchen wir noch den Mai, hä? Das geht nicht. Komme ich da hinten nicht mehr an den Mai ran. Der da würde theoretisch gehen. Dann können wir den da machen. Und mit dem haben wir da ziemlich viel weg. Muss schauen, dass ich da auf dem Bild bleibe. Gelasert. Wenn ich es gefräst hätte, das wäre verdammt gut. Aber meine Fräse steht. Immer noch. Seit anderthalb Jahren macht die nix. Das geht nicht. Hä? Das geht auch nicht. Shit. Oh Mann, du. Den hatten wir hier noch nie. Und dann machen wir den muss man da nach hinten. Aber das bringt natürlich wahrscheinlich nicht viel. Also was hatten wir ja vorher schon. Ja, es müsste gehen. Eigentlich müsste es immer gehen.
Aber eben, ist ja immer so, oder? Wenn man es dann mal braucht, dann geht es natürlich nicht. Den da können wir noch hier hinsetzen. Dann muss der da rein. Hä? Und ja, das geht nicht, hä? Shit. Blöd. Wenn ich den, dann brauche ich hier ein Viereck, oder? Ein Viereck habe ich nicht. Schön blöd. Wir fangen nochmal an. Den lassen. Jetzt muss ich da nochmal so ein Ding da setzen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe das ja in DaVinci. In DaVinci? Nee, im. Doch. Nee. Im Blackmagic-Dingens habe ich das ja so eingerichtet, dass es da dann ein einzelnes Bild gibt auf einer Spur. Und dann müsste das dann ja eigentlich funktionieren, oder? Aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann wirklich geht. Setzen den mal da nach hinten da, den machen wir wieder da runter. Dann können wir theoretisch den hier hinsetzen und den da nach hinten. Und dann haben wir aber schon ein Problem, gell? Wenn wir den da hinsetzen. Das geht wahrscheinlich, das geht auch nicht. Wir könnten dann theoretisch den da. Und dann geht es aber nicht, weil wir dann so einen da wieder brauchen würden, hä? Nein, wir den mal da nach hinten und den hatten wir da ja schon mal. Jetzt geht's. Jetzt haben wir. Ich weiß noch nicht, wie lange wir hatten. Babum. Montag, 29. Mai. Juhudi hui. Ich habe nicht um 11 Uhr angefangen, was ich eigentlich wollte, weil ich da noch irgendwo unterwegs war. Danke. Shit nochmal. Also es war jetzt nicht eine schlechte Zeit, aber es war garantiert nicht die beste. Ich habe mich natürlich nur nicht an mein Skript gehalten, was ich eigentlich machen wollte. Eigentlich wollte ich zuerst das Thumbnail und das Hintergrundbild machen. Mit Midjourney. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das muss ich jetzt noch tun. Und ich denke, das werden wir jetzt halt einfach machen, weil das Video theoretisch in einer knappen Stunde online gehen müsste. Theoretisch. Aber ja. Wahrscheinlich habe ich es. Keine Ahnung, wie lange hatte ich echt? Ja, wir werden sehen, gell? Oh, habe ich es. Doch, ich hab's auch. Jetzt muss ich gerade schauen, ob ich es überhaupt aufgenommen habe. Das wäre jetzt cool gewesen. So, jetzt können wir noch ein bisschen das Hintergrundbild anschauen. Der Prompt war wieder etwa dasselbe, was wir das letzte Mal auch hatten. Und ja, ist halt eine Frau, gell, mit roten Haaren, irgendwas Hintergrund. Sieht soweit ja okay aus. Und ich denke, ja, ich denke, also bin ich. Liked meinem Kanal, folgt meinem Kanal, liked mein Video. Macht die Glocke. Schreibt einen Kommentar, macht was auch immer ihr wollt. Macht's einfach. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Pfingstmäntig und bis morgen. Tschüss.